Im ersten Spiel der Playoff-Runde kam der deutsche Tischtennismeister ATS Frau Saarbrücken gegen Jülich zu einem 9:3-Sieg. Hinten an der Platte der deutsche Einzelmeister Georg Böhm gegen den Doppelweltmeister aus Jülich Ulf Karlsson. Erster Satz 21:11 klar für den Saarbrücker, dann 24:22 für den langen Schweden. Im dritten Durchgang war es dann spannend. Zuvor hatte nur Hartmut Frank verloren. Danach gab es noch Niederlagen für Jan-Uwe Waldner gegen Ulf Karlsson und für Peter Becker im hinteren Parkkreuz. Am Ende aber 9:3 für den ATSV, der damit der Titelverteidigung ein gutes Stück näher gekommen ist. Sehr konzentriert der deutsche Meister Georg Böhm. Der letzte Ballwechsel für den ATSV-Spieler. Ja. 21:19 im dritten Satz für Böhm.